herzlich willkommen bei Uhren Schmiemann. Seit über 6 Jahrzehnten sind wir hier in der Oberhausener Stadtmitte auf der Elsässer Straße zu Hause. Früher etwas weiter diese Straße runter und seit 2013 hier in unserem neuen Geschäft. Das Besondere ist aber, dass wir hier nicht nur Uhren verkaufen, sondern wir auch eine Meisterwerkstatt haben. Mit 4 Uhrmachermeistern und einem Gesellen ist es sogar eine der großen Meisterwerkstätten in Nordrhein-Westfalen. Als wir 2013 eröffnet haben, war es meine Idee, unseren Kunden mal die Möglichkeit zu geben, sich eine solche Werkstatt anzuschauen im Originalbetrieb. Das ist so erfolgreich gewesen, dass unsere Kunden immer weiter nachgefragt haben und wir seitdem regelmäßig Werkstattführungen anbieten. Wenn auch Sie mal Interesse haben, sich das anzuschauen, unseren Uhrmachern über die Schulter zu gucken, dann melden Sie sich bei uns, rufen Sie an oder kommen Sie vorbei und wir machen mit Ihnen einen Termin aus. Und wie eine solche Werkstattführung aussieht, was wir für Stationen durchlaufen und was ich mit Ihnen besprechen möchte, das zeige ich Ihnen jetzt mal. Kommen Sie mal mit. Aber bevor wir dann gleich tatsächlich in die Werkstatt gehen, kommt zunächst noch ein kleiner theoretischer Teil. Hintergrund ist, dass wir in der Werkstatt selber ja viel mit technischem Gerät zu tun haben und auseinandergenommene Uhren sehen, die ganzen Maschinen und Werkzeuge, die wir haben. Und wenn wir uns vorher einmal angeschaut haben, wie eine mechanische Uhr vom Grundsatz her funktioniert, werden wir viele Dinge in der Werkstatt besser verstehen. Man kann dann auch die einzelnen Uhrenbauteile wiedererkennen, die man vorher schon vorgestellt bekommen hat. Und das mache ich mit Hilfe eines kleinen Vortrages. Da wird schematisch erklärt, wie denn eine solche mechanische Uhr überhaupt funktioniert. Wenn wir damit durch sind, das dauert nicht besonders lange, ich sage mal so eine Viertelstunde ungefähr, dann gehen wir zusammen in die Werkstatt und schauen uns das Ganze live an. Und wenn wir dann die Werkstatt betreten, dann betreten wir das eigentliche Herz unseres Unternehmens. Diese Uhrmacherwerkstatt ist zwar von den Quadratmetern her nicht besonders groß, aber dennoch ist es eine der großen Uhrmacherwerkstätten in Nordrhein-Westfalen. Wir haben hier 4 technische Arbeitsplätze und einen, der für die Organisation zuständig ist. Heute hat Florian Oswald, einer unserer Meisterdienst, und der Uhrmachermeister Andreas Napiokowski, unser Werkstattleiter. Hallo. Ob die beiden auch Dienst haben werden, wenn wir uns hier die Werkstatt angucken, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall ein Uhrmacher hier sein, dem wir über die Schulter schauen können, denn wir machen diese Werkstattführung hier im Realbetrieb. Wir schauen aber nicht nur über die Schulter und gucken uns die Uhren an, die im Moment gerade bearbeitet werden, sondern ich zeige Ihnen anhand eines Durchgangs durch die Werkstatt, welche Stationen eine Uhr durchläuft, wenn sie einmal in die Komplettinspektion kommt. Dann schauen wir uns im Detail all diese vielen technischen Einrichtungen und Geräte an, von einem Reinigungsroboter für Kleinstteile über die Uhrenbeweger, Umlaufgeräte, die aber eine andere Funktion haben als vielleicht das Umlaufgerät der Uhrenbeweger, den Sie zu Hause haben. Das große Thema Wasserdichtigkeit wird einen großen Raum einnehmen. Wir schauen uns dann im Detail den sogenannten Schmutzraum an, der durch eine Tür abgetrennt ist, damit keine Stäube, die dort entstehen, in den Arbeitsraum der Uhrmacher getragen werden. Hier werden die Uhren von außen aufgearbeitet, sowohl die Gehäuse als auch die Armbänder. Wir werfen einen Blick in solche Schränke und sehen ganz viele Werkzeuge. Ich erkläre die wichtigsten davon. Und last but not least machen wir dann den praktischen Teil dessen, was wir draußen uns schon theoretisch angeguckt haben. Nämlich wir schauen uns an, wie eine Uhr funktioniert und das dann am lebenden Objekt. Hier haben wir dann eine solche Uhr aufgebaut. Naturgemäß sehr klein, aber damit wir da alle einen Blick drauf werfen können, haben wir mit einer speziellen Kamera das Ganze auf einen großen Monitor projiziert. Und da können wir dann im Detail sehen, wie eine Uhr läuft. Auch wie an ihr geschraubt wird. Wir brauchen insgesamt mit dem, was wir draußen besprechen, 1 bis 1,5 Stunden. Je nachdem, wie viele Zwischenfragen kommen. In der Regel brauchen wir immer etwas länger, weil wir haben hier noch niemanden erlebt, der ungerührt hier rausgegangen ist. Wir haben einen kleinen Sendung mit der Maus-Effekt, so könnte man das sagen. Man findet auf einmal Dinge interessant, von denen man vorher gar nicht wusste, wie sie ablaufen. Und das ist das, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir wollen unseren Kunden zeigen, wie wir mit ihren Uhren umgehen und wir wollen ihnen klar machen, dass
eine Uhreninspektion und eine Reparatur was anderes ist als ein Tropfen Öl, den man einfach in ein kompliziertes mechanisches Werk tropfen lässt, wenn da mal irgendetwas nicht in Ordnung ist.